Mahlzeit, Freunde! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr alle 15 USB-Sticks für die Trophäe bekommt. Und wir sind jetzt hier auf der ersten Insel, auf Quito, bei der Mission, wo wir Julio helfen müssen, die Tabakplantagen hier zu brennen. Das ist quasi hier unten im Acuana-Ackerland. Da finden wir den ersten. Wir kommen da oben von diesem Turm, rennen dann einfach einmal hier durch und auf das Hauptgebäude zu. Und da finden wir hier links so eine blaue Scheune, Hütte. Da rennen wir rein und gleich hier auf dem Schreibtisch befindet sich USB-Stick Nummer 1. Kommen wir nun zum nächsten USB-Stick. Ich befinde mich hier in Valle de Oro, relativ nah am Orangengebiet. Genau da. Ich zoome mal rein und zwar befindet sich hier Kontrollpunkt Diamante West. Und einfach ein Stück die Straße runter, da stehe ich jetzt so, ist hier so eine Tankstelle. Wir müssen hier in die Tankstelle rein und dann gleich hier rechts auf dem Tisch am Laptop, zack, der nächste USB-Stick. So Leute, nun der nächste USB-Stick. Wir sind noch im Westen von Valle de Oro. Ich zoome mal rein, wir sind hier bei dieser Villa, dessen Name hier natürlich nicht steht. Jedenfalls genau hier am Anfang dieses Gebäudes quasi. Hier müssen wir durch und dann gleich links hier auf dieses Häuschen klettern. Dann auf die Mauer und dann laufen wir hier einfach einmal auf der Mauer lang. So, bis hier vorne hin und da springen wir dann auf dieses Vordach hier. Hier haben wir ein paar Ranken zu unserer Rechten, da klettern wir hoch. Und dann hier oben auf dieser Art Dachterrasse bei dem Laptop haben wir den nächsten USB-Stick. Ich bin jetzt recht weit im Westen von Valle de Oro. Ein Stück westlich von diesem Kontrollpunkt. Da oben ist der Kontrollpunkt und hier ist so ein Parkplatz vor so einem Hotel oder sowas. Und hier hinten in dem Mülleimer, zack, liegt der nächste USB-Stick. Ich bin in El Este, unten links in dem Gebiet. Und hier ist eine FND-Basis, beziehungsweise jetzt nicht mehr, ich habe es schon übernommen. Und zwar so eine alte Schiffswerft. So sieht das Ganze aus. Und wir kommen von vorne und laufen direkt drauf zu. Und gleich hier links in dem Pfortenhäuschen liegt der USB-Stick. Ich bin im Norden von El Este, quasi hier oben. Etwas nördlich vom, was ist denn das hier, Catalina-Kamm, genau. Wir haben hier so eine Abseitsfalle, so eine Militärfalle und so ein kleines Militärlager mit so einer riesigen roten Antenne. Die kann man quasi nicht übersehen, wenn man hier in der Nähe ist. Und dann haben wir hier so einen Bunkereingang. Da gehen wir einfach mal runter. Dann gehen wir gleich hier den Gang lang. Direkt rechts und hier rechts auf dem Tisch liegt der USB-Stick. Kommen wir nun zum nächsten. Ich bin in El Este, ganz unten rechts. Hier bei Maldito. Da ist unser USB-Stick. Zack. So sieht das Ganze hier aus. Da hinten ist das Schiff, wo wir auch von La Moral eine Quest hatten. Hier ist so ein Weltgebiet und genau da gegenüber ist so eine Hütte mit einer Leiter. Und da gehen wir einfach mal rein. Zack. Nun ein weiterer USB-Stick. Ich bin recht mittig in El Este. Wir sind rechts von Campo de Sabana. Genau, hier sind wir. Hier gegenüber von der Brücke. Und hier ist so ein kleines gelbes Häuschen. Da rennen wir einfach dran vorbei nach hinten. Und hier auf dem Tisch liegt unser USB-Stick. Ihr seht, ich bin ganz im Norden von Madrugada auf einer Insel. Hier bei einem Rebellenversteck. So sieht das Ganze aus. Und da bei dieser lilafarbenen Holzhütte oder pinkfarbenen Holzhütte, dahinter im Müll liegt der USB-Stick. Wir sind immer noch mittig in Madrugada in der Stadt.
Verdera, genau. Ich bin relativ mittig in der Stadt, wie ihr seht. Und stehe hier vor dieser riesigen Kirche oder was es sein soll. Ich denke mal, es ist eine Kirche. Und links daneben haben wir so ein Gebäude. Da müssen wir hin. Das ist orange-blau. Da laufen wir einfach hier unten lang und hier auf dem Tisch. So, Leute. Jetzt der nächste USB-Stick. Ich bin ziemlich weit links und ziemlich weit unten im Gebiet von Madrugada. In etwa da, wo mein Pfeil ist, ne? Ich kann auch mal ein Stück reinzoomen, dass ihr genau seht, hier vor diesem Sperrgebiet stehe ich jetzt so. Genau davor und laufe jetzt hier rein. Das ist übrigens der Yachthafen. Nennt sich das ganze Ding. Und dann laufe ich einfach mal bis nach da hinten zu den Hütten. Ich hatte eigentlich schon mal alle Gegner besiegt, aber anscheinend sind schon wieder neue da. Na egal. Und dann rennen wir einfach hier unter diese Unterführung. Und hier auf dem Tisch liegt der USB-Stick. Der nächste befindet sich in Madrugada. Recht weit oben. Hier auf so einem Flugfeld. Quasi so ein Flughafen. Was alles feindliches Gebiet ist. Da haben wir hier so einen Turm und da so einen Turm. Und dann rennen wir einfach mal hoch und auf dem Dach des linken Turms. Gut, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Jedenfalls auf dem Dach von diesem Turm liegt der USB-Stick. Dafür einfach die Treppe hochlaufen. Einmal hier ringsrum, dass wir hier zur Leiter kommen. Und da liegt das gute Stück. Ein weiterer USB-Stick befindet sich in Esperanza. Genau hier im Guerilla-Versteck. Da sind wir jetzt. Wir müssen einfach nur die Treppe hochrennen. Die nächste Treppe hier hochrennen. Und hier oben bei Clara am Laptop. So, Freunde. Der nächste USB-Stick ist in Valle de Oro. Und da müssen wir etwas minimal mehr machen als für die anderen. Ich befinde mich jetzt hier etwas schräg oberhalb von Segunda. Und hier ist eine tolle Schatzsuche namens Die Party hört nie auf. Genau hier bei der Tanzhöhle. Hier ist so ein, halt so ein riesiger Berg. Und da müssen wir rein. Die Schatzsuche müssen wir annehmen. Und die müssen wir quasi erfüllen. Und dann bekommen wir auch den USB-Stick. So. Wir müssen halt hier rein. Den Strom abschalten. Und der befindet sich da oben, ist so ein Schalter. Und hier an der Disco-Kugel kann man sich mit dem Kletterhaken hochziehen und rüberspringen. Und dann kann man den Schalter betätigen. Und dann kann man auf jeden Fall halt hier rein und ist ja auch egal. Das werde ich alles schon finden. Jedenfalls müssen wir dann hier durchklettern. Beziehungsweise den Strom lassen wir an. Wir müssen halt die Tür öffnen. Muss jetzt nach rechts oder nach links? Wir müssen nach rechts. Und dann haben wir hier so eine tolle Kletterpartie, die etwas, naja, ich will jetzt nicht sagen lang ist, aber doch schon ein bisschen länger ist. Es ist halt diesmal wirklich nicht einfach nur hingehen und das Ding einsammeln, sondern wirklich etwas dafür tun. Auch wenn es nicht viel ist. Aber wir müssen das tun. So, jetzt müssen wir theoretisch darüber. Das könnte jetzt wehtun. Jetzt alles safe. So, schnell die Treppe hoch, zack. Jetzt kommt nämlich der interessante Part. Muss den Sprung besser timen. Genau, wir müssen nämlich genau jetzt timen, dass wir rüberkommen, wenn das Strom, ja, der Strom aus ist. Quasi durchs Wasser ohne Strom. So einfach geht's. Zack, und dann sind wir hier am DJ-Pult. So. Nun der letzte USB-Stick, Freunde. Wir sind in Esperanza. Ich zoome mal rein. Ich bin hier bei dieser Kathedrale, die man dann irgendwie freigeschaltet hat und übernommen hat. Also
bei unserem Stützpunkt quasi. Und zeige euch den Weg jetzt einfach mal von hier aus, weil wir müssen nämlich nach da. Und da kommen wir nicht so einfach hin. Jedenfalls, wir rennen einfach mal hier raus. Hier direkt rechts rum. Dann nehmen wir gleich hier den Kletterhaken mit, damit wir über diese Mauer hier drüber kommen. So, zack, wir nehmen den nächsten Kletterhaken. Ich komme hier nicht raus, doch jetzt. Was war das denn? So, jetzt auch mal. Pendeln hier ein bisschen hin und her, dass wir hier drüben auf diesen ehemaligen Balkon kommen. Normalerweise geht das recht zügig, wenn man irgendwie nicht runterfällt. So, und dann sind wir hier auf diesem Marktplatz. Hier gleich links an der Wand lang und immer geradeaus. Dann hier bei dieser grünen Mülltonne müssen wir rein. Und ich denke mal, den Weg werdet ihr kennen. Aus dem Prolog noch. Die Treppe nach oben. Da mussten wir damals runterschleichen, ohne gesehen zu werden. Die nächste Treppe nach oben. Jetzt stehen wir hier auf dem Dach, wo unser Freund erschossen wurde. Wo das ganze Spiel begonnen hat. Und hinter uns. Genau hier ist der letzte USB-Stick. In diesem Sinne, Freunde, das waren alle 15 USB-Sticks. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Sammeln. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.